herzliches Hallo an alle großen und kleinen Naturmenschen, die uns auf unserem Ausflug begleiten. Erneut sind wir auf der Wildbahn zu Gast. Ein schöner, in weiten Teilen naturnaher Wald im südhessischen Forst. Im Wald braucht das Bodenwachstum noch etwas Zeit. Auf den Wiesen und Weiden am Waldrand allerdings wächst alles farbenfroh. Es grünt und blüht. Die Hüttenwichteln und Eltern treffen sich zum zweiten Mal. Zunächst wollen wir lustige Waldwiesen basteln und auch für sie ein passendes Zuhause finden. Dafür sammeln wir an allen Wegen pflanzliche Materialien. Auf der Suche nach einer Bastelbasis finden wir schnell einen geeigneten Ort. Hier, wo die Bäume weit auseinander stehen, können wir unsere Decken ausbreiten, ohne junge Pflänzchen zu zertrampeln. Denn auch im Wald gibt es Regeln. Nicht wir leben hier, sondern die Tiere. Wir sind nur aufmerksame Gäste. Wir stören so wenig wie möglich und zerstören nichts. Wenn wir Materialien brauchen, nehmen wir nur das, was reichlich vorhanden ist. Eine Kleinigkeit darf man allerdings mitnehmen. Mein Wichtel hat eine Laterne und eine Hose. Der Wichtel hat eine Laterne. Cecilia und Emma suchen und finden einen Baumkindergarten. Ich bin in einem Waldkindergarten. Schön zusammen gruppiert wachsen dort die jungen Bäumchen im Schutz ihrer mächtigen Eltern auf und werden unterirdisch von ihnen gut versorgt. Das ist ein kleines Baumkind. Etliche ganz junge Baumkinder, die am Stamm austreiben und einmal ein Ast werden wollen. Wir machen es nach dem Vorbild der Indianer. Hannah begibt sich auf die Suche nach einem Großmutterbaum. Die ist ganz grau und hubbelig. Wir suchen den ältesten, mächtigsten Baum im Wald und fragen ihn symbolisch um Erlaubnis. Thomas, Louis und Ben messen den Umfang der Eiche mit einem Maßband, um das Baumalter der alten Dame zu errechnen. Hannah und Cecilia versuchen, unseren verzweigten Wunderbaum alleine zu besteigen. Ben und Louis erkunden einen geheimnisvollen Baumstumpf. Cecilia entdeckt kleine Tierchen in der Laubschicht. Sie findet eine Spinne. Für unsere Waldwesenfamilie haben die Kinder den unteren Stamm einer Buche gefunden. Hier über den Wurzeln finden wir Schlupflöcher ins unterirdische Reich der freundlichen Wichtel.